ist da, das Osterfeste. Opa zupft noch an der Weste. Morgen kommen die ersten Gäste. Ich lass das lieber. Ein dichter Fürst ist gerade bei mir auch nicht so verloren, ja. Aber ein bisschen österlich habe ich's doch schon gemacht, gell? Ich musste mir noch auf der Demo, ja. 100% Tempelhof. 100% Flughafen Tempelhof, aber ihr Brühköppe! Sonst lasse ich nichts gelten. Naja, ich meine mal eben, ja, Ostern. Ostern ist ja immer ein Thema, ja. Die ehemalige Bischöfin, ja, die Margit Kestingsbutzler, die hat ja gesagt, wir sollen Ostern bitteschön nicht karnevalisieren. Mit so viel Brimborium und so, ja. Die musste gerade sagen, ja. Als Kirchenfürstin besoffen im Auto fahren und dennoch über Ostern sagen, hier keine Fröhlichkeit und so weiter. Na, hören Sie mal auf, Mensch, ey. Ich weiß auch nicht, ich weiß wirklich nicht so, was man machen soll, ja. Na, ich mach ja nichts, ich mach das schön zu Ostern. Ich und meine Holde, Osternspaziergang und so weiter. Und, ja, ach so, was noch, die Tagesschau, ja, kommt ja heute Abend am Ostersonnabend mit einer ganz neuen Aufmachung, ja. Heute würde man sagen Outfit oder was, ne? Ich sage noch altdeutsch, Aufmachung. Hat 27 Millionen gekostet, das neue Studio. Na, die haben's doch von der Rundfunkgebühren, ja. Alles größer, alles schöner, alles geschwungener. Nee, ich lasse mein kleines Studio so, wie es ist. Aber um nochmal anfangs auf den missglückten Versuch hier ein Jöte raushängen zu lassen, ja. Es gab ja einen Meister des Wortes und ein Komiker ohnegleichen und ein Showmaster ohnegleichen. Und genau an den möchte ich heute mal mit einem Gedicht, der ist leider kein Ostergedicht, aber wir haben es alle schwer in der Schule lernen müssen. Zu Dürnis sieben Tyrannen schlich, ja. Ich will damit nur an den großartigen Peter Frankenfeld erinnern. Na, ein kleines Gläschen Merlot vielleicht und dann geht's los. Ich wünsche euch frohe Ostern, macht's gut Nachbarn, raucht nicht im Bette und nun Peter der Große, Frankenfeld. Ich danke für das Gespräch. Die Fertigkeit haben, sich richtig mitzuteilen und die haben dann ein Sicherheits Moment in solchen Dingern hier. Die haben überall Zettel. Das kennen Sie überall. Hier rein. Erkennen Sie überall. Die kommen auch schon so auf die Bühne meistens. So. Und wenn Sie dann irgendeinen nehmen, dann geht's gleich. Oh, entschuldigen Sie bitte. So geht's dann. Ich mache Ihnen mal einen vor, wie der dann rauskommt, der noch nicht so ganz sicher. Guten Abend, Damen und Herren. Das Lied folgt jetzt. Niemand liebt dich, wieso ich? Nee, das, entschuldigen Sie. Das ist mir unangenehm. Ich meine natürlich ganz was anderes. Nein, entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie, das passt nicht dran. Vielmehr kommt jetzt, meine Herrschaften, vielmehr kommt jetzt das Konzert für O Gott und Verbot. O Gott und Verbö. Verbohe nicht, sondern wir haben, da wir gerade aus einem Buchladen, das Buch bekommen haben, das hier uns in einem Kufladen, in einem Kaufladen angeboten wurde, so entnehmen wir diesem Werk jetzt ein berühmtes Gedicht von Friedrich von das Gedicht. Die. Psst. Das Gedicht von Friedrich von Stiller. Die Bürgschaft. Erste Strophe. Zu Dürnis. Das Gedicht. Die Wirtschaft. Bürgschaft. Zu Dürnis. Das spricht sich so ein bisschen durch. Da ist ein Y drin. Müssen Sie entschuldigen. Zu Dürnis, dem Tyrannenstrich. Kein Strich. Schlich mit SCH wie Schiff. Zu Dürnis, dem Tyrannenschliff, schlich Hermann den Molch am Strand, den Strolch am Band, den Dings, den Bumpf, den Dringer ab. Ihn schlugen die Häscher in Wannsee. Die Löcher, die Häscher. Ihn schlugen die Häscher in Wannsee. Was? Ruhe! Was? Was wollten Sie mit, was wolltest du mit dem Strolch hier? Brich, mit dem Molch hier. Sprich, was? Was wolltest du, bitte, Sie, die Stadt wollte ich fahren, Tarant, und das sollst du mit Streuseln bestreuen.